Oh mein Gott. Oh! Oh mein Gott, ich hab Roulette! Was? PlayStation, ich liebe dich. Zweimal ausgegangen, ich hab 100 gezogen. Warte, was kostest du? 5,3 Millionen. Was geht ab, Jungs? Ich hoffe, euch geht es super. Ihr habt gerade eben gesehen, ich habe den Hullet 93er einfach gezogen. Der kostet fast 5 Millionen. Ich habe nicht mal ein Spiel mit ihm gemacht. Untauschbar, Erstbesitzer. Und heute, ja, zu Gast haben wir Max Malle hier. Was geht ab? Hey Leute, was geht? Gut, geht in die Runde. Also ich kann dir ganz ehrlich sagen, ich will die Leitung, die du da aus Kanada hast, die kannst du mal irgendwie abgeben. Also das, Leute, ein 93er Hullet, was höre ich hier eigentlich? Das ist geisteskrank. Und zwar, ich habe den Hullet gezogen. Nach 12 Stunden habe ich dann den Prime Cruyff gezogen. Also ja, die Holländer, die lieben mich irgendwie, habe ich das Gefühl. Ansonsten checkt auf jeden Fall Max auch aus. Ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich würde mich freuen, Jungs, wenn wir die 999 Likes schaffen würden. Ich würde mich unglaublich freuen. Lasst ein Like da. Gerne auch ein Abo da lassen und kommentiert, was ihr so gezogen habt bis jetzt. Jungs, wenn ihr günstige PSN-Karten haben wollt, unten in der Beschreibung ist Eneba verlinkt. Wenn ihr draufklickt, unterstützt ihr mich automatisch, Jungs. Unter anderem kriegt ihr die günstigsten PSN-Karten, Xbox Live-Karten, unter anderem auch Spiele. Auf der Eneba-Seite kriegt ihr momentan 100 Euro PSN für 85,70. Manchmal müsst ihr auch mal auf Instagram folgen, Jungs. Da kommen auch spontan Rabattcodes noch rein. Die 75er PSN-Guthaben kosten momentan 63 Euro. Wie ich auch vorhin gesagt habe, die besten und die günstigsten PSN-Karten finde ich bei Eneba. Ihr müsst nur unten in die Beschreibung reingehen, Jungs, und draufklicken. Ich schalte mal rein und let's go. Ich habe die zwei Spiele aufgeschrieben. Perfekt, dann gehe ich mal rein mit dem ZM und links Mittelfeld. Nazi? Ja, genau, links Mittelfeld und dann ZM. Dann machen wir das. Ja, da machen wir das. Pass auf, ja. In der Mitte wird es eine absolute Maschine. Ich glaube, der ist auch zum Tots irgendwie nominiert. Deswegen bete ihm alle Tyrann, Leute. Die Karte hier ist schon geisteskrank, ne? Also, die Stats sehen sehr, sehr gut aus. 1,92. Also, es muss eine übelste Maschine sein im Game. Und dann links wird es ein Bergwein. Wegen, weißt du, Holland hat sich so ergeben. Tyrann von Gladbach? Fast, ja. So ein bisschen anders. Ich habe ja, verwechselt. Lina. Auch krasse Karte. Nee, kannst du behalten. Ich habe Torres aufgeschrieben und Pedri. Ja. Ich halte mal rein bei dir. Deine Flügel, ne? Rechts, ja, genau. Links und rechts. So, und zwar auf der linken Seite habe ich den Martinelli am Start von Arsenal. Ja, und Martinelli. Genau, und auf der rechten Seite von Real Madrid. Ja, gucken wir mal, ob die dieses Jahr nochmal die Champions League holen werden. Rodrigo habe ich am Start und auf der rechten Seite. Ui, also meine Ansage, ich denke schon, dass die gewinnen. Wir werden auch gegen City gewinnen, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ich bin mit, ja, also Simons, der hat da so eine, weißt du, POTM-Karte, ja. 1000 Positionen und dann Leroy Sané. Einfach mal so auf random. So. Ja. Ja, ist auch schwer natürlich. Ja, die Flügel sind am Start dafür. Der eine hat 96 Tempo, der andere 94 Tempo. Und genau in der Mitte, Hullet, sieht so nice aus. Machen wir weiter. Wir kommen zum Mittelfeld. Da habe ich einen interessanten Link aufgeschrieben, weil ich versuche es jetzt reinzuhalten. Da hatte ich auch ein Kabel davor, jetzt aber, ja. Ja, ich habe das Spiel zwar nicht gesehen, Jungs, ja, aber ich habe nur gehört, dass der Schiedsrichter nicht so gut war. Könnt ihr gerne mal auch in den Kommentaren schreiben. Bonus. Ja, man merkt es natürlich jetzt. Ich habe zwei Spieler von FCB, also von Bayern München. Den einen habe ich schon gekauft. Das ist einmal der Kimmich. Und dann auf der rechten Seite wird der Goretzka, den ich auch gleich kaufen werde, hoffe ich zumindest, dass du den aufgeschrieben hast. Und dann Zentrum habe ich den Sidney Govou am Start. Junge, ich habe sogar als Zentrum hier aufgeschrieben, ne? Cole, aber aus der Premier League, dann Casemiro und Fred noch wegen Brasilianer, ja, Martinelli, geil. Brasilianer, Premier League. Ja, okay, dann hole ich mal ganz kurz hier meinen Goretzka. Schade. So, da haben wir den Leon Goretzka geholt, aber nur diesen 89er, Jungs, weil... Seine Champions League-Karte ist sehr gefährlich gerade, weil auch Bayern gerade draußen ist. Es kann sein, dass der nochmal richtig krass sinkt. Deshalb auf entspannt den hier, den 89er geholt. So, ich halte mal rein. Die drei Spiele habe ich aufgeschrieben. Ja, perfekt. Also, pass auf, ich gehe rechts mit. Ich brauche ein bisschen Pace davon. Atal 94 Pace. Oh. Dann vorne mein erster Stürmer wird der gute Male nach Zahlen, hat 93 Pace. Und der andere wird Gakpo mit 91 Pace. Und Full Rainbow. Das ist es doch. Das ist es doch. Rainbow hier. Berghuis, Benjeda und Follar. Habe ich aufgeschrieben. Hast du Berghuis aufgeschrieben? Ja. Achso, nee, doch, der Bergwein hatte ich da. Ja, das ist alles Bergwein. Gut. Ja, okay, entspannt. Alles klar, nehme ich kannst mit. Kannst du behalten, okay, alle natürlich, ist okay, ja. Ist okay. Bis jetzt Full Team. Machen wir weiter, Jungs. Jetzt die beiden Außenverteidiger.
So, die beiden Außenverteidiger jetzt. Keine Ahnung, was du da gemacht hast. Ich habe jetzt einfach zwei random Spiele aufgeschrieben, komm. Ja, also ich glaube, LV wird auch schwierig. Aber für mich ist es, ich sag's euch ernst, es ist der beste LV mit im Spiel. Es wird Cut via die World Cup Hero Karte. Wow. Also der Typ ist geisteskrank für mich. Da konnte ich, glaube ich, nicht drauf kommen. Es ist andere Liga und sowas. Und rechts wird es nochmal jemand, wo ich in die... was ist das, holländische, und wo ich die alle dann voll mache, es wird Gertuidua da. Also es ist ein cooler Info, okay, aus Feyenoord. Ja, ich habe Klaus aufgeschrieben auf der linken Seite und Timber kannst du sozusagen behalten natürlich. Sehr schön. Timber hatte ich wirklich eigentlich auf dem Schirm so, aber ich gedacht, die schreib's auf, war klar, Mann. Ja. Und ich halt mal rein, der Seiko Classic. Seiko Classic? Ja, ich weiß jetzt nicht, keine Ahnung. Weiß nicht, auf jeden Fall auf der linken Seite habe ich wieder von Bayern, unter anderem noch ein Holländer, passt auch zu Hullet. Ja, De Ligt haben wir am Start. Klassiker, ich will nur wissen, was das ist. Und rechts, Koundé. Ja, keine Chance. Koundé, okay, perfekt. Was hast du denn? Nee, ich bin gegangen mit, okay, Lahm ist jetzt nicht der Dingens-Klassiker, der gegen Deutschland reingepasst. Aber pass auf, Enrique von AS Monaco. Enrique und diesen anderen da rechts, weil Van Dormen oder sowas. Van der Sonne oder so, genau, ja. Van der Sonne. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Also bis jetzt Full Team nach langer Zeit. Das ist krass. Das ist krass. Meine Damen und Herren, wir kommen zum Grande Finale. Ja. Ich habe hier zwei IFOs und einen Toyota auf dem Papier auf. Oder warte mal, perfekt, ja. Ja. Die Zone öffnet sich. Ja, also. Hast du jetzt. Ja, ich wollte dich bloß striken lassen, weißt du, dass du irgendwie nochmal so ein Bild kriegst. Und nee, also ich halt rein, aber ist, also jetzt Retalk, Leute, ich habe keine Ahnung. Also wirklich keine. Ach, alles klar. So, und zwar in der Innenverteidigung, ich kann ja noch einen IQ mitnehmen. Das ist einmal der Carlos Alberto. Dann haben wir hier den Marquinhos am Start. Und im Tor habe ich den Team of the Year Courtois. Ah, ja, Courtois hätte ich aufschreiben müssen. Ramsdale, Militao und Saliba. Wichtig! 30 also Chemie. So, ja, ungefähr ja? Richtung hatte ich aber mehr auch nicht. Also, du konntest viel nehmen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich habe auch absolut keine Ahnung, was du da gebastelt hast. Also... Wenn du jetzt hier einen Kömern Foot Birthday Icon, der richtig geile Stats hat übrigens, aufgeschrieben hast, dann kann ich dir nur gratulieren und dann meinen nächsten Lottoschein an dich weitergeben. Okay. Mandanda Feature Team of the Week ist gute Karte, Leute, spielt bei mir im Tor. Und dann als IV Nummer Dodos, den hättest du, glaube ich, haben können, wird Koundé oder vielleicht auch nicht. Ich habe Lafont, dann diesen einen, die Sassi oder die Sosso oder wie der heißt, und Palacios. Ja. Also die Franzosen, ich kann die nicht einfach aussprechen, keine Ahnung. Jungs, wir gehen rein, es wird teuer heute. So, zeig mal dir dein Team Kömern da in der Innenverteidigung mit Koundé. Ja, Abfahrt. Mit 89 schießen Kömern. So, da bin ich sehr gespannt. Guck mal da mein Hulle, da, Junge, wie der aussieht hier. Ne? So, Abfahrt. So, da? Ja, bei mir hat es kurz irgendwie geleckt. Ja, beim PlayStation. Aber ich bin durch, ne? Ein PlayStation ist ausgegangen. Ach so, deine PlayStation. So, da sind wir wieder zurück, meine Damen und Herren. Wir gehen rein, wir starten und let's go. Wir starten. Oh ja, oh ja. Oh mein Gott, er kommt durch. Er kommt durch. Oh, Marquinhos, ich liebe dich. Oh, nein, das ist geisteskrank. Ach, warum der so langsam auf einmal geworden ist, ne? Das ist wirklich. War das? Also meiner wird nicht langsam. Oh mein Gott, auf. Marquinhos. Torwart! Ja, Tin, jawohl, du bist der Beste! Gut, Tor, du bist doch der Beste! Aber dieser Tyrann ist so ein Monster da im Mittelfeld. Hm. Oh, denk. Jetzt hat er mich, Mann! Also, wenn ich dir sage, wo ich gerade hingepasst habe, ne? Aber da habe ich nicht hingepasst. Aber okay, nehme ich mit, das zweite. Ey, und dann macht er den nicht, oder was? Hä? Oh mein Gott, der geht einfach weg! Der geht einfach weg, mein Spieler! Bist du doch! Let's go! Mein Junge, Gakpo, ich schwöre auf alles, Leute. Gakpo ist einer der krassesten Spieler im FIFA und der kostet 25k oder 30k, ich weiß nicht. Nein. Oh, das ist rot. Das ist glatt rot, mein Bester. Das ist glatt rot. Ist das? Nein, oder? Ich glaube, das ist glatt rot, ja. Doch. Also, Junge, der ist ja... Oh, oh danke, mein Gott, danke. Es ist glatt rot. Hullet. Ey, ich glaub dir gar nichts hier. Der Sensei hier tot. Digga, aber also meine sind aber auch... Da kommt alles durch, Leute. Digga, also jetzt wird's ja kriminell. Ja, come on.
Hey, Köhmann geht vorbei am Ball. Was ist denn das? Das muss ein Anzeigebug sein, sage ich. GG, Bro. Ja, GGs. 4 Discards, Junge, das ist es doch. Also, wir gehen mal direkt hier rein. 4 Discards. Eieiei, was ich hier sehe, ne? Unglaublich. Ja, ich glaube, ein Rullet wäre schon was Nettes, ne? Oder dann weiß ich auch nicht, ey. Den hast du im Sturm gehabt, also gehabt. Ja, oder? War dein Stürmer. Ja. Deswegen, also, egal ob du umgestellt hast oder nicht, erstmal den Stürmer weg. So, erster. Komplette Viererkette nehmen wir zu obvious. Das heißt, ich gehe schon mal noch mit deinem ZOM, mit deinem linken Flügel und rechten ZM. Carlos Alberto Conde Martinelli Hullet. Ich hab Hullet stehen gelassen, ne? Oh mein Gott. Ist das geisteskrank. Ist das geisteskrank. Mach mal ein SBC, Jungs. Mach die 1000 Likes hier voll. Das ist geisteskrank. Ey, das ist echt krass, ne? Das ist wirklich geisteskrank, ja. Geisteskrank, Jungs. Also, das ist mein Ding. Also, FIFA 23 ist mein. Oh, ich glaube, Ronaldo war richtig schlimm bei Browns auf seinem Kanal. Aber auf meinem Kanal. Erster dicker Discard in FIFA 23 und zwar 93er Hullet. Carlos Alberto ist auch krass natürlich und die anderen auch und da zack, ist weg. Jungs, was soll ich noch sagen? Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, checkt auf ihr Max aus und wir sind dann raus und ciao, ciao.